machen wir denn heute, Rocco? Wir halten Delfine und Wale. Und warum machen wir das? Damit die Delfine nicht eingesperrt werden und die Wale. Das sind wir nämlich dagegen irgendwie. Ihr auch? Dann zeigen wir euch jetzt mal, wie das geht, wie ihr denen helfen könnt. Aber es ist ziemlich einfach. Ihr braucht im Prinzip nur Papier. Habt ihr wahrscheinlich genug zu Hause rumliegen. Ich nehme hier so ein Altpapier, habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Und eine Schere. Was hast du für ein Papier? Ich habe buntes Papier. Und dann legen wir das Papier vor uns auf den Tisch. So wie eine Raute, dass die Spitze nach oben zeigt. Und dann geht's los. Wie geht's los? Also, man faltet Ecke auf Ecke. Ecke auf Ecke. So, ich habe es vorhin so gemacht. Wir falten Ecke auf Ecke und dann ziehen wir hier am Falz das glatt mit dem Finger lang. Dann hat man so ein Dreieck. Okay, sehr schön. Wie geht's weiter? Also man faltet auf und dann falten wir einen Drachen. Genau, dazu nehmen wir die äußere Spitze, legen die hier an die Falzhand, ziehen es wieder glatt. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann haben wir einen Drachen. So sieht er aus. Dann geht's weiter. Schritt 3. Und dann falten wir die Spitze nach innen. Wir falten die Spitze genau hier hin und ziehen es wieder mit dem Fingernagel schön glatt. Und dann falten wir den Wal ein. Dann falten wir den ein. Das heißt, wir nehmen die äußere Spitze und falten sie auf die andere. So, und mit ein bisschen Fantasie könnt ihr euch vielleicht schon sogar vorstellen, dass das hier der Wal wird. Hm? Was fehlt jetzt allerdings noch? Was ganz Entscheidendes. Hinten. Die Fluke. Was ist denn die Fluke? Das ist der Schwanz vom Wal. Richtig. Und den knicken wir einfach so ein. Ich zeige es nochmal hier. Wir nehmen das hintere Spitzele und falten das hier so hoch und ziehen das wieder so entlang. So. Und dann wird es spannend. Jetzt brauchen wir unsere Schere. Und wie machen wir es dann? Also, wir schneiden die Fluke ein. Genau, wir schneiden die Fluke hier hinten ein. Und dann klappen wir sie auseinander. Zack und fertig ist unser Wal. Und den kann man natürlich jetzt noch wunderbar bemalen und verzieren. Und hier schreibt ihr noch euren Namen hin. Und euren Wunsch für die Wale und Delfine. Ab ins Meer, Freiheit für alle oder was immer euch dazu einfällt. So, und dann nehmt ihr eure gebastelten Wale und Delfine, auch die von euren Freunden, könnt ihr alle zusammen in einen Umschlag packen und den schickt ihr dann an die WDCS, die Whale and Dolphin Conservation Society. Und die kümmern sich nämlich darum, dass eure gebastelten Wale, eure Stimmen, eure Namen und eure Wünsche für die Tiere ins EU-Parlament nach Brüssel kommen. Damit die Politiker merken, Kinder machen sich auch Gedanken und Kinder haben auch eine Stimme. Stimmt's?